Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort und gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, ich krieg meine Augen wieder nicht auf. Ja, ich bin quasi der Blindmaulwurfbär. Hallo, ich sehe euch nicht, ihr seht mich dann auch nicht. So. Also, gehen wir in den Itemshop von heute rein. Taxifahrerin, neuer Skin. Halt, was los hier? Und nur eine neue Lackierung, das moderne Hexmuster. So, jetzt sexy Schrecklage. Für 500 V-Bucks. Ja, habt ihr damals schon gemacht, als ich mit dem Spiel angefangen habe. Kriegt von mir 9 von 10. 9 von 10? Ja. 10 von 10. Oh, sieht gut aus. Ja, Mann. Mega. Sieht guck richtig, mal, Leute, heute mal gut mega aus. Gut vorbereitet. 4,5 von 5 bei 18 Votes. Wäre erstmal am 5. März 2018 im Shop gewesen, Sam 27 Mal und 39 Reminders. Wir haben vergessen, das Kabel heute zu holen. Was? Wir haben vergessen, das Kabel zu holen. Oh, ja, Mann. Weil ja, Leute, nur zur Erklärung. Ein bisschen chaotisch jetzt gerade, weil die Grafikkarte ist jetzt da, aber wir brauchen ein neues Kabel für wir den zweiten Monitor. Wir brauchen alles neu. Leute, ihr müsst euch überlegen. Das ist jetzt sowieso mein letzter Fertig-PC, den ich mir gekauft habe. Leute, auch an euch. Wenn ihr jemanden kennt oder selbst PCs zusammenbauen könnt, nie kauft auf gar keinen Fall Fertig-PCs. Ja, die meisten kennen sich doch eh nicht so gut mit aus. Ja, also... Ja, trotzdem, also vielleicht kennen sie ja irgendwen, der PC zusammenbauen könnte oder so. Das war jetzt der letzte fertige PC, den ich gekauft habe. Bei mir, ich habe mir jetzt meine neue Grafikkarte gekauft, eine Nvidia RTX 2060 von Gigabyte. Ja, ist ja schön. So, die ist noch übertaktet, das heißt overclocked. Das Motherboard, beziehungsweise Motherboard und CPU kommen mit der Übertaktung nicht klar. Das ist super schön, weil die Grafikkarte ballert die Power. Also immer wieder Power, Power, Power. Und der CPU, beziehungsweise das Motherboard sagt, du kriegst gar nichts. So, natürlich, ja, neue CPU, neuer Motherboard auch noch her. Super. Ja. Kommen wir zur Siegesrunde. So, Siegesrunde finde ich persönlich nicht ganz so toll. Kriegt von mir 5 von 10. 5 von 10? Jo. Von mir 4 von 10. 2,33 von 5 bei 9 Votes. Am 1. Juli 2018 ist erstmal drin gewesen, seit dem 11 Mal und 6 Reminders. Übrigens, bei Way, ich bin auch ein bisschen krank, deswegen. War ich ja auch nicht dabei. Ultraklinge. Ah ja, Ultraklinge. Ja. So, für 800 V-Bucks der Teil. Ich finde, die sehen richtig cool aus und kriegen von mir auf jeden Fall 9 von 10. Von mir 10 von 10. 4 von 5 bei 3 Votes. Das war am 26. September 2019 ein Schock gewesen. Dreimal ein Reminder, einmal den Werkzeugeffekt. Zack. Sieht geil aus. Okay. So, die Gaunerin Rapscallion, also Zahnseidenwirbler für 500 V-Bucks, finde ich persönlich. Kann sein, dass wir uns da nie einig sind. Finde ich persönlich nicht ganz so toll für 500 V-Bucks. Kriegt von mir 7 von 10. 7 von 10? Ja. Von mir 4 von 10. Was? Ja, sorry. So wenig. Schloss Fake. 3,85 bei 15 Votes, zuerst am 10. August 2019 im Schock gewesen, seit 3x 20 Reminders. Übrigens, heute ist Tag der deutschen Einheit. Was? Heute ist Tag der Deutschen. Also ja. So, die Gaunerin Rapscallion. Ich mag den Tag heute. Du? Na klar. So, der Sofort hat ja heute auch Geburtstag. Ja. Leute. So. Richtig. Also Gaunerin Rapscallion. Ja, Coolskin kriegt von mir 7 von 10. Wie viel Coolskin? Das ist ein Coolskin. Coolskin. Kriegt von mir 7 von 10. 8 von 10. 4,5 4 von 5 bei 112 Votes, das war am 3. Juni 2018 im Schock gewesen, 20 Mal und 225 Mal anders. Also dann sind wir bei der Magengranate. Ja, die finde ich persönlich ja ganz gut. Yeah. Ja, gehen wir da drauf. Also gehen wir auch durch die Styles durch. Yeah. Finde die auf jeden Fall besser als den normalen Burger. Den eher. Du kriegst von mir 8 von 10. 7 von 10. Und 3 von 5 für 27 Votes, ersten Mal am 16. August 2019 im Shop gewesen, seitdem 3 Mal und 3 Reminders. 3 Postomate auch besser als Original, geht auch für mich 8 von 10. Ja? Ja. 7 von 10. 2,81 von 5 bei 27 Votes, erstmal am 16. August 2019 im Shop gewesen, 3 Mal und 7 Reminders. Der Stachelklatscher kriegt von mir sie 6 von 10. Sie 6 von 10? Sie 6 von 10. 4 von 10. 2 von 5 bei 10 Votes, zum ersten Mal am 16. August 2019 im Shop gewesen, seitdem 3 Mal ein Reminder. Und der rostige Pizzaschneider kriegt auch von mir 7 von 10.
von mir 2 von 10. 1,82 von 5 bei LV, 2016 August 2019 im Shop gewesen. Seitdem dreimal und ein Reminder und dann was auch das mit dem. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Sommerspaket. Sommerspaket war da erst vor kurzem drin gewesen. Ja. Kriegt von mir, kriegt von mir 8 von 10, ja. 3,8 von 5 bei 15 Votes und das ist am 26. September 2019 im Schock gewesen. Dann dreimal und 5 von Miners. Das, ja, der kriegt von mir auch 8 von 10. Das, ja. Okay. Modernes Hexmuster. Übrigens, Leute, by the way, Max sind aus dem Game draußen. Max sind rausgenommen. Endlich, ja. Ja. Weil hier, schau mal. Schau mal. Hier, ja, aufgefallen. Ja, das ist mir doch auch schon aufgefallen vor ein paar Tagen. Aber also es sieht immer noch so aus, als würden Max spawnen. Ja, aber die sind da nicht. Die kommen runter, aber wenn man dann dorthin geht, dann ist nichts da. Ja, wir gehen nicht dahin, um da einzusteigen. Nein, nicht um einzusteigen, sondern um die kaputt zu machen. Aber es ist halt nichts mehr da zum kaputt machen. Ja. Das ist schon fast langweilig. Nichts mehr zum kaputt machen da. Oh, zum Gegner kaputt machen. Nee, will ich nicht wieder dran haben. So, wir also heute, ich auch nicht. Hey, Leich und ich haben auch mal wieder eine Runde. So dieses Public Zone. Ich bin schon wieder der Tiger hier. Dieses Public Zone Wars mal gespielt. Und wir haben auf dieser Desert Zone Wars Map gespielt und da haben wir ernsthaft gemerkt, wie wichtig das ist, dass diese Combat aus diesem Spiel verschwunden ist. Ja. Das war so wichtig. Ja. Also wenn man jetzt in Season 10 guckt, nach dem Update, wo Max nicht mehr drin sind und die Pumpkin drin ist. Combat meinst du raus. Nee, die Pumpkin drin ist und die Tactical drin ist. Mhm. Und die Combat raus ist, ist das einfach so geil, im Gegensatz, wenn man dann wieder diese dreckige Combat hat, wo nur gespammt wird, auf 100 Meter und du triffst trotzdem 70 Schaden. Ja. Und wenn du die nicht hast, bist du sowieso tot. Ja. Da, also man ist echt froh darüber, dass diese Waffe nicht mehr in diesem Game drin ist. Ja, mir fällt es auch schwer, das zuzugeben, weil ich habe die Combat sehr gerne gespielt, aber es stimmt. Es stimmt wirklich, ich sehe das ganz genauso. Es ist entspannter geworden, das Spiel. Und du kannst auch wieder mal bei einem Gegner landen. Das ist ja überhaupt nicht möglich gewesen. Also wenn einer die Combat hatte, keine Chance überhaupt noch an ihn ranzukommen. So, modernes Hexmuster, 300 V-Bucks. Aber ist das Ding animiert? Da ist nichts animiert, ne? Gar nichts. Und ich finde jetzt das normale Hexmuster finde ich besser. Also kriegt von mir 7 von 10. Mir 6 von 10. Auch keine Benotung. Und 0 war das. Okay. Und jetzt kommen wir zur Taxifahrer. Die finde ich sieht richtig gut aus. Ich finde, die sieht besser aus als die in Gelb. Nein, die in Gelb ist besser aus. Findest du? Ja. Aber ich finde die, hier besser. Also für mich kriegt die hier 8 von 10. Für mich kriegt die hier. Oder von mir aus kriegt die. Für mich, von mir, für dich, weißt du, kriegt die so. Ja, ich sehe es sowieso nicht. 7 von 10. Augen zu. Danke, was kriegst du 7 von 3? Bei uns und vier Miners, ja, ich bin drin, deswegen sind deine Augen offen. Jetzt hängen die Leute echt. Hä? Warte mal, was? Herr Sofort ist drin, Augen offen, Herr Gleich ist drin, Augen zu. Hat der Gleich keine Augen oder was? Nee, hat er nicht. So, dann bewerten wir jetzt mal den neuen Shop. Und der neue Shop, muss ich ehrlich gesagt sagen, kriegt von mir einen It's Me. Weil die. Also, ja, nee, eigentlich sogar. Ich sag Love It sogar. Also, ich wäre eher beim It's Me. Okay, weil ich sag, weil die Siegesrunde ist nicht so gut, sexy Schräglage ist gut, Ultraklinge sind gut, Zahnwirbler gefällt mir nicht, oder das Hexmuster gefällt mir auch nicht so gut, Gaunerin gefällt mir gut, Sommerspaket ist gut, Magengranate ist gut, der andere ist gut, die anderen beiden Picken sind nicht weißt so gut, du, weißt du, aber es geht eigentlich schon wieder, ich sag nichts mehr. Komm, also pass auf, es ist kein Item dazwischen gewesen, wo man gesagt hätte, 10 von 10 oder 9 von 10. Es ist kein Item mit 9 von 10 drin. Doch, Hyper Edge hat es, glaube ich, 9 von 10 gegeben. Ja gut, aber sorry, also das reicht nicht für Love It. Okay, also dann, wir haben 652 Love Its, 969 It's Mare und 2355 Hate Its. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, used auf jeden Fall den Support Creator sofort ungleich TTV und Leute, sowieso, wenn ihr uns jetzt nicht unterstützt, tragt immer einen Creator-Code ein, weil ihr unterstützt Leute kostenlos. Und ja,
Dann würde ich sagen, die nächsten Streams kommen. Ah, ich soll irgendwie. Jetzt ist, ich hab's wieder vergessen. Okay, Unknown, heißt der Unknown User? Nächste Runde. Nächste Folge. Also, auf jeden Fall, Grüße gehen raus.